Gut, dann sind die anderen jetzt dran. Werde ich auch irgendwie schneller? Erstmal nicht, nein. Also wir spielen hier mit Geschwindigkeiten und dann gibt es keine Beschleunigung bei DSA. Das heißt, du startest direkt dann mit deiner 40er. Alles Du klar. kannst jetzt auch die Pferde schinden. Das geht. Du kannst die Pferde schinden, um schneller zu werden, aber ja, das ist Doch natürlich gut. eine erschwerte Fahrzeuggelenkprobe. Könntest du versuchen. Würde ich mir sowas mit meinem Talentwert zutrauen? Oder würde ich mir Plus sowas nicht zutrauen? 7. Darf ich das machen? 3, Noch 2, nicht. Was bringt das traurig, denn? 1. Was bringt das Dann denn? wären wir wohl schneller. Genau. Also doppelt so schnell oder? Abhängig von deinen Sternchen. Ach so, ja, okay, dann lasse ich das erstmal. Gut, dann sind die anderen jetzt dran. Gut, die Designer löst sich und fährt dann auf. Und der, ich muss gerade gucken, Lutisana wird nicht selber lenken, sondern wird kämpfen. Die löst sich aus dem Kampf mit Udalbert und die Dunkelsteiner und Udalbert fahren weiter, jeweils auf 40 Meter. Verhaken sich da weiter. Die auch. Aber Lutisanas Fahrer sagt jetzt an, und zwar, da gucken wir uns jetzt selber mal die Wagenmanöver an. Rammen. Ich sage einfach mal eine Rammprobe an. Eines der grundlegendsten Manöver, schlicht und ergreifend das Rammen eines gegnerischen Wagens mit dem eigenen Fahrzeug. Dies erfordert eine Fahrzeugenlenkprobe plus 4, die vom Verteidiger durch eine Probe plus 6 gekontert werden kann. Gelingt die Probe und misslingt die Verteidigung, erleidet das verteidigende Wagen 3 W6 TP und zusätzlich ein TP-Punkt pro Schwerfälligkeit. Das ist egal. Der angegriffene Wagen erleidet die Hälfte der angerichteten TP. Misslingt die Probe zum Rammen, erleidet der Angreifer, bla bla, okay. Mach jetzt eine plus 4. Komm schon, Lucy. Das hat der Oh. Fahrer geschafft. Echt? Ja. Oh. Die haben ja gute Werte. Ja, wir nicht. Ja, doch, klar, easy. Starkert. Gibt nochmal extra Turbo oder wie auch immer man so einen Rammangriff abwehrt. Ich bin leider kein Experte des Fahrzeuglenkens. Wahrscheinlich einfach so ein bisschen weiter nach Schmeißt du dich rechts. wahrscheinlich mit dem Wagen gegen den anderen Wagen um gegenzuhalten, um nicht abgedrängt zu werden in den Abgrund? Genau, du Da bekommst ist erstmal der keinen Mann. Strukturschaden. Aber ihr seid jetzt nebeneinander. Was passiert denn jetzt mit denen? Du hast gesagt, wenn der Angreifer die Probe, ne? Da hast du abgebrochen. Ach so, wenn der Angreifer in den nächsten Runden einen Verlust von 3 Wagenlängen seinen Wagen nimmt, dann 2W6 TP Schaden. Das ist, wenn dann der. Ich muss gerade gucken. Erleidet der verteidigende Wagen 3W6 TP und zusätzlich genau. Ein schwerer Wagen richtet mehr Schaden an. Der angreifende Wagen erleidet die Hälfte der angerichteten TP. Also. Wie viele Leer haben die Was Wagen? Alle so? 50? Die Wagen. Moment. Alle Strukturpunkte 50, ne? Muss ich mal gerade mal gucken, was der Wagen hat. Ich habe da noch einen Beispielwagen, ne? Ja, genau, Ja, oben, alle Quadriga 50.50. Ja. Genau, richtig. Da kann man dann die Härte von abziehen. Härte ist ja Rüstung. Und ja, genau. Die Strukturpunkte kann man auch wieder reparieren. Das dauert mit einer. Ich muss gerade schauen. Das Reparieren, das dauert lange. Ist mit einer Stellmacherprobe. Genau, das war's. Stellmacher. So, das war eure Sache. Ihr seid jetzt erstmal nebeneinander. Das ist vielleicht gleich nochmal wichtig. Die nächste Kampfrunde, die Gräume sind dran. Ich würde es mal Amnia Lars überlassen, den Wagen in Gang zu bringen. Würfel mal. Gut. Wie liegt euch hier Scheißviecher? Was du denn? Guck mal! Ja, ich würde vorziehen und sagen, schieß, Eisenmann, schieß! Während ich Wer wieder hat diese Gas Kacke gebe. angekauft? Während ich wieder Gas gebe und weitere 40 Meter gut mache. Außer du könntest mir jetzt irgendwie sagen, dass wenn da ich mich aus diesem Kampf löse, dass irgendwelche Nachteile passieren. Ja, ich kann Lusitana von Perikum nicht aus dem Maul hauen. Ist das denn ein Nachteil? Manche Leute. Also, wenn wir jetzt nicht irgendwie Nachteile dadurch bekommen, dass wir uns hier aus dem Kampf lösen, würde ich jetzt einfach sagen, wir fahren erstmal weiter 40 Meter. Ein wagemutiger Kämpfer kann, wenn der eigene Wagen in einer günstigen Position ist, Fahrzeuglenken plus 2, versuchen, den gegnerischen Wagen oder ein gegnerisches Pferd zu springen. Wie Das sieht's wollen wir ja noch aus? nicht. Traut sich das einer von euch? Nein, klar, aber das wollen wir ja noch nicht. Aber du könntest auf eins dieser Pferde springen und dann Du deine könntest Pferde auch die lösen und dann Zügel hinterherreiten. durchtrennen, oh Gott. Genau. Oh, dafür bräuchte ich aber erstmal eine Waffe. Also, wir sind in der neuen Runde, ja. Genau, nächste Kampfrunde. Die Gräume haben Dann. eben ziehen müssen, haben es wieder nicht geschafft. Die Gräume sind einfach komplett nutzlos. Sind wir Aber eigentlich als was mit Gesamter? den Gräumen passiert, es gibt wie gesagt viele in Yol'Gurmak und sie haben alle einen Hass auf Yharnam. Hast Sind wir immerhin eigentlich? gerade ihren Anführer gerichtet. Sind wir Er eigentlich? lebt noch, er lebt noch. Das Ich ist eine möchte. so gute Idee, Gräumwagen Die umdrehen. Gräume!
Das ist ein. Ey, das war, ich würde das so feiern. Super, alles klar. Die Räume nehmen wir jetzt aus dem Kampf raus. Sie werden irgendwann ihren Wagen drehen und dann mit voller Geschwindigkeit den anderen Wagen entgegenpreschen. Können sich dann meinetwegen auch noch. Sie können sich einen neuen Fahrer aufnehmen. Sie können sich einen neuen Fahrer aufnehmen. Denn mit neuen Wagenlenker-Fähigkeiten dann wieder dazustoßen und da wird dann irgendwann in der Mitte des Turniers werden sie euch mit voller Geschwindigkeit entgegenfahren. Sorry Leute, dass ich euch hier rausnehmen musste, aber ich musste mich selbst beschützen. ich möchte meine zwei Aktionen schon mal ansagen. Ich stecke meinen Bogen in aller Ruhe weg und ziehe mein Schwert. Na, dann, wenn ich diese Aktion sehe und gucke, was Eisemann währenddessen tut. Ich versuche mal danach, diesen Zügel zu stechen, aber ich nehme an, ich schaffe das gar nicht, weil Ayala mir im Weg steht. Ach, ich mache mit deiner Distanzklasse? Lass drauf ankommen. Kann ich überhaupt über den Wagenrand rüber gucken mit meiner Größe? Wir haben den Hocker gebaut. Gut, dass wir dieses Problem noch nicht gelöst haben, bevor wir losgefahren sind. Ja, also ich überlege mir das gerade. Kann ich da drüber gucken, weil das ist das mit dem Angreifen schwierig. So, ich gucke gerade nochmal nach, wie das mit dem Kampf zwischen zwei Wagen ist. Das kommt eben auf die Distanzklasse von dir an. Hast du eine Einhandwaffe oder eine Zweihandwaffe? Speer. Sandschosser S. Speer. So, dann bekommst du keine Erschwernis durch die Distanzklasse. Für H ist es unmöglich und für DKN ist es um 2 erschwert. Dann hast du die Sonderfertigkeit Reiterkampf nicht. Kriegsreiterei hast du nicht. Standfest hast du nicht. Balance hast du nicht. Herausragende Balance hast du auch nicht. Nö. Dann ist es erstmal eine plus 4, weil du eine. Nee, gar nicht. Es ist keine Einhandwaffe, es ist eigentlich auch keine Zweihandwaffe. Es ist ein Speer. Ein Speer ist eine Zweihandwaffe. Zweihandwaffe? Nee, er kann sie einhändig führen, glaube ich, wenn er will. Ja, ich führe sie aber zweihändig. Erstmal ist dann alles erstmal um 4 erschwert und wenn du dann einen anderen Wagen die Zügel durchtrennen willst, ist es noch einmal eine plus 4. Also insgesamt eine plus 8 und Ragnar müsste vorher noch eine Fahrzeuggelenkprobe plus 4 machen. Wollen wir es versuchen? Ja, komm, drauf. Ja, komm, easy hier, oder? Was passiert, wenn ich so nicht schaffe? Kein Rennen ohne Risiko, mach. Echt so. Dein Fahrzeug, wenn du mich stichst, ist egal, ich nehme keinen Schaden. Oh, ja, easy. Was soll schief gehen? Gut, Ragnar ist der Mann, ich sag's euch. Dann Speere plus 8. Torgosch. Ja. Ich habe leider immer noch die Szene Erschwernis von wegen den Drachenviechern, also deswegen ist es nicht so wahrscheinlich, aber hey. Nein! Echt? Natürlich. Wie soll ich die denn abbauen? Ich habe den scheiß Schlinger, ist ja nicht hier. Ja, stech ein Pferd ab, das sind fast Echsen. Falls du einen Schicksalsburg benutzen. Ansonsten, die Regel noch einmal. Kann ein anderer Kämpfer auf den Wagen mit einer AT plus 4 versuchen, die Zügel des gegnerischen Streitwagens zu durchtrennen? Schon 5 TP mit einer Klingenwaffe reichen hierzu aus. Der gegnerische Wagenlenker kann eine Fahrzeuggelenkenprobe nicht mehr ablegen, bis die Zügel repariert sind. Ja, dann darf er quasi anhalten und das eigentlich raus. Das machen die jetzt auch. Schauen wir mal, ob das klappt. Ist ganz schön unfair. Kann man das parieren? Kann ich das parieren? Ich würd euch eine Parade zugestehen, aber da will ich noch was anderes haben. Erstmal schauen wir mal, ob die das schaffen. Ne, schaffen sie nicht. Ja, easy. Können sich dann selber nicht reinbringen. Ihr fahrt also quasi nebeneinander her. Vor euch wird gekämpft, hinter euch wird gekämpft. Ihr seid jetzt erstmal mit Lutisana in Fight. Alles klar. Dann fighten wir mal. So, einen Moment. Das ist geeicht. Immer 50 Meter vor dir. Aber siehst du jetzt die Dunkelsteine und die Udalberter? Ich ziele auf Udalberts Fahrer jetzt schon. Zwei Aktionen diese Runde. Zwei Aktionen, sie kommen auf dich zu. Weil ich Meisterschütze bin, sind das zwei Punkte. Ja, gucken wir uns gleich an. Auf welche Entfernung willst du schießen? Du kannst ja so lange verzögern, bis sie da sind. Ich werde nächste Runde schießen, nachdem sie sich bewegt haben. Sozusagen. Also sprich, dass ich, damit habe ich dann sozusagen 3 Punkte Erleichterung, weil ich 3 Aktionen zielen konnte. Ich muss nur eine Aktion pro Erleichterungspunkt zielen als Meisterschütze. Und da werden wir gleich mal gucken, ob das so klappt. Denn schließlich bewegen sich ja sehr schnell. Das ist ein Steilschuss wahrscheinlich, wenn die ungefähr hier sind vom Dach aus. Also da kommt einiges auf mich zu. Jetzt kommt erst einmal Lutisana greift an und auch ein Irrhalkengardist wird einmal Jarland und einmal Torgosch angreifen. Gegenhalten! Wow, du wieder mit deinem Gegenhalt. So, Varena von Mersing kann nicht zumachen, die kämpft gerade nicht mehr mit. Ich bin ein Risikospieler, ich halte alles gegen. Finde ich gut. Muss gerade nur mal schauen. So, ihr Halkengardist habe ich hier. Reißendes Schwert hat er. Der, das ging nicht gut. Ich muss gerade überlegen. Das ist ein Schwert, das ist eine Einhandwaffe. Ist sowieso erstmal eine plus 2. Sieht denn seine Distanzklasse so aus? Denn ich könnte es anbieten.
Ja, das ist eine NS-Waffe. Ich überlege nur gerade, ob ich vorher noch finden will. Nee, will ich nicht. Ich mache ja sowieso Schaden an dir. Ach komm, er schlägt einfach zu, er kriegt eine plus 2 für seine Waffe. Dann trifft er auf die 17. Das ist für Er hat dich. eine Einhandwaffe mit NS, ich bin beeindruckt. Ja, reißendes Schwert. Hat er gerade so getroffen, dann bin ich jetzt dran. Wie sieht unser INI-Verhältnis aus? Er hat eine 15, 21. Okay, warte, dann würfel ich auch kurz mit pro vorne, also meinen Nichtwagen-INI aus. 20, okay. Kriege ich einen Punkt Erschwernis gleich. Gucken wir mal, denn er war relativ schlecht, das gewinne ich. Was jetzt gegenhalten? Halt hingegen. Ich weiß nicht, gegenhalten. was er Dann jetzt wird, macht und ich dann werde es wirst, dann bestimmt wirst gleich du deinen vollen vorhin. Schaden an ihm machen, aber er wird dann seinen halben Schaden an euren Zügeln doch trotzdem schaffen, oder nicht? Nee, es ist nur ein Angriff Er gegen greift Jana. mich an. Ach Die so. Zügel haben sie nicht geschafft. Denk dran, du hast nur dein Kettenhemd an, ne? Würfel Das mal ist richtig. bitte Ich mache für die erstmal meinen Trefferzone. Schaden und dann kriegst du jetzt zwei Trefferzonen von mir. Die erste ist für mich. Was müsste er. Oh, der Bauch, ja. Gut, Okay, dann ich kriege kriegst dann die du Hälfte von. 13 halbe sind 7 in den Bauch. Krieg einen Punkt Schaden. Immerhin. Und Toschkill 11 sei an ihn. Dank. Danke, Torneisänger. Ich werde jeden Namen deinen Namen beten. Gut, das war der Irrhalkengardist und Lutisanna aus Perikum habe ich hier auch. Die lehnt sich auch über den Wagen hinüber und sie führt ein Bastardschwert Krieg gegen Torgosch. Ist eine Ja, ich halte Attacke sie gegen. gegen. Halt sie gegen, die hat nur N. Weißt du, ich schaffe aber kein Gegenhalten, mein Freund. Ich habe eine 7er Parade. 7, ne? Was ist Ja, ich denn habe eine jetzt hier? 7er Erschwernis. Erschwernis. Warum denn? Weil Wegen Drachen. Drachen. Weil ich meine Drachenscheiße nicht abgebaut habe. Kann er nicht einen Chip ausgeben, um das mal für das Rennen überhaupt zu bauen? Ja, würde ich okay. Finde ich okay. Mach das, Junge. Ja, dann ist ja, dann Hast du komm nicht so auch einen raus. Kriegst du, dann kannst du den Extra-Zeitplan Chip ausgeben für den heutigen Tage. Den Rest kannst du dann ohne die plus 10 würfeln. irgendwo? Ja. Du hast getroffen. Junge. Also 28. ich versuche einfach erstmal nur zu packen. Junge, die greift auf die 28 an. Nee, sie greift auf die 25 an. Ich weiß nicht, wo die plus 3 herkommt. Junge, die greift auf die 25 an. Die kriegen irgendwie immer die Behinderung plus drauf. Ich weiß nicht, was du eingestellt hast, aber irgendwas ist nicht ganz Ach richtig. so, ja, genau, das kann sein. Also muss eine minus 3 sein. Ist egal. Also, sie greift auf die 25 an. So. Du hast pariert, damit ist alles gut. Nächste Kampfrunde. Ich möchte einfach mal angemerkt haben, dass ich noch zwei Aktionen habe. Ja, dann mach halt. Es kann nur einer von uns nach den Zügeln schneiden, oder? Ja, genau. Eben stand Torgosch da und jetzt geht's nicht mehr. Dann müsstest du ihn wegdrängeln. Nö, komm, dann kriegst du einfach zwei Vierer-Rotschläge von mir. Komm, machen wir eine Der 6. Irrhalkengardist ist, genau, nicht Lutisan. Achso, okay, der Irrhalkengardist ist der mit mir kämpft, genau. Er ist der Erste. Ich stelle den zweiten direkt hinterher. Tu damit, was du willst. Ja, Irrhalken, schwarzes Schild auf die 19, ganz easy wegpariert und nochmal wieder wegpariert. Ein Schild, okay, das hätte ich vorher wissen müssen. Ja, Entschuldigung, ich habe die. Normalerweise kämpfen die mit Ogerschelle, aber er hat sich jetzt ein reißendes Schwert genommen. Ja, ich habe auch nicht gefragt, also Nee, alles okay. alles gut. So, nächste Kampfrunde. Möchtest du vorziehen? Ja, ich würde Frage auf jeden Fall an vorziehen. Schlag hat? Würde auf jeden Fall vorziehen, klar. Dann kannst du als erstes. Ja, ich würde darauf warten, dass die da jetzt Teile durchtrennen. Also ich würde meine Aktion Wie funktioniert das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich jetzt verzögere. Also du kannst jetzt sagen, ich möchte vorziehen und ich möchte eine Wagenlenken plus 4 machen, damit irgendjemand nach den Seilen schlagen kann. Das klingt doch gut. Das machen wir. Dann musst du jetzt eine Bewegen plus wir uns 4 dann machen. trotzdem vorwärts oder bleiben wir dann hier? Nö, dann kannst du euch weiter vorwärts bewegen. Also ihr bewegt euch immer erst einmal 40 Meter. Das Problem, was jetzt gleich kommt, ist, das ist jetzt zumindest eine ermöglichte Attacke. Das Problem, was ist jetzt gleich, was kommt, eine Kurve wird extrem schwer sein, weil die linksseitigen Pferde langsamer sein müssen und die rechtsseitigen Pferde müssen schneller sein, damit ihr die Kurve überhaupt schafft, sonst fahrt ihr geradeaus. Nicht, wenn wir ihnen zwischendrin die Zügel aufmachen und sie stehen bleiben müssen. Die Kurve kommt für euch trotzdem. Ach, Richtig. schaffst es? Ein So. Druck, aber du schaffst es. Okay. Die Erschwernis ist Dann. also 4, weil ich eine 2 davon habe. Wenn du dich da jetzt durchmogelst und Torgosch beiseite drängst, ja, dann kriegst du eine plus 4 für den Angriff überhaupt. So, ich stehe, aber ich eigentlich rechts stehe, deswegen. Ich dachte, Torgosch hätte sich über mich gemogelt. Kannst nicht an mir vorbeimogeln, ist ja wurscht jetzt. Ich meine, er ist ein Zwerg, ich kann nur Was drücken, ist um ihn zu überstechen. Also, machen wir einen Angriff, Erschwert um 4 plus 2, richtig? Für die Zügel?
Plus 4 für die Zügel und dann noch einmal für deine Waffe. Ich glaube, das ist eine plus 2, weil es S ist, ne? Ja. Nee, weil es einhändig oder zweihändig ist, darum geht's. Zweihändig. Anderthalb Hände ist zweihändig. Ja. Dann ist es eine plus 4 plus 4, es ist eine plus 8. Okay. Ich möchte gerne mit meinem EHG das wieder verteidigen, mit meinem Schild versuchen, dann dein Ding aufzuhalten. Weil das ist so ein Versuch. Ach, jetzt den Sensataco. Ja. Sind die Paraden eigentlich irgendwie erschwert? Das ist kein Problem, mache ich das nämlich einfach nochmal. Sind diese Paraden eigentlich irgendwie erschwert? Ja, meinetwegen eine plus 2 und eine plus 4. Meines Wissens ist es das nicht. Ich glaube, du kannst hier noch eine. Achso, der andere kann sich versuchen, mit einer Attacke plus 4 nochmal gegen zu wehren. Das ist die andere Probe vom anderen Fahrer im Moment. Die schafft er ganz knapp. Schafft er? Kann das dann also. Zusammen mit dem E-Hulk, das können sie das eben verteidigen. Ich habe ja noch zwei Aktionen. Ja. Klatsch einfach den E-Hulk um. Ich kann kurz anatmen, ausatmen. Wo stehen wir jetzt? Kann ich noch zweimal diese Zügel angehen oder darf ich das nur einmal pro Runde? Eigentlich nur einmal. Dann gehe ich halt noch zweimal den Hakengardist an. Ja, gut. Er kriegt das mal eine Achter Finte. Achter Finte, dann ist es nur noch ein Parade auf die 11. Er ist aber leider nicht geschafft. Okay, dann greift er dich zweimal, glaube ich, an. Wollte ich parieren? 1, 2. Beides geschafft. Och, so knapp. Okay, ich krieg zwei Treffer. Gar nicht mehr so viel. Ich würfel zwei Zonen aus, ja? Bitte. Kannst du dann selber abstreichen? Kannst du also Haus kommt nicht durch, Bauch kommt. Ne, doch, Torso kommen zwei durch. Aha, und Bauch dann. Oh, 5. Gut, dann bewege ich euch nochmal 40 weiter nach vorne. Die bewegt ihr euch ja nebeneinander. Du wolltest ja nicht irgendwie sprinten oder so, sondern hast einfach nur gesagt, du willst den anderen Wagen angreifen. Das kann sich Ömer gleich nochmal ansehen. Er wird ja gleich schießen. Vorher will allerdings die Sanne Dorgosch angreifen. Da ihr gehalten wird, das hat er eben schon. Persönlich? Oh. Pack sie dir. Bastardschwerter haben wir Distanz gesehen, denk da dran. Genau, ich krieg eine plus 4 für die Distanzklasse, dann bin ich bei einer 21. Plus 6. Plus 6, richtig. Dann bin ich bei einer 19. Ich sag mal eine Finte 4 an. 1, 2. Zweimal geschafft. Ja, ich pariere erstmal zweimal, also ich hoffe, dass das klappt. Gerade für umsonst. Mann. Ist aber nicht bestätigt. Es sind nur 12. Wohin? Ja, musst du selber auswerfen. Warte, gebe ich dir. Also, okay. nimm's an. Wir nehmen's an, ja. Torso. Ja. Rüstung abziehen. Mach ich. Gut, dann darf du ich. Du hast noch eine Aktion, Junge. Ja, stimmt. Der eine war ja vom sonst. Ja, ich versuche auch mal nach der alten zu stechen mit einer Finte 4. Mal gucken. Mal an. Der würde ich zutrauen. Ja, warte mal. Sie pariert. Hattest du, was hast du da? Finte 4. Ja. 15 wäre das dann. Schafft sie. Natürlich, ja. Hatte sie noch Paraden. Ja. Ja, lang. Ich wollte vertauscht. Ich glaub's auch. Wobei meiner auch nicht ohne ist. Gut, immer. Dein Schuss. Ja. Du wolltest wen angreifen? Den Fahrer den von? Den Fahrer von Odalberts Wagen. Ja, das alles sind klar, jetzt alles. Hier klein bisschen mehr als 20 Meter. Und damit fallen sie in die Kategorie über 15 Meter, aber unter 40 Meter. Das heißt die dritte Kategorie. Menschengroß, Mittel, Menschengroß, plus 2. Halbe Deckung wird er haben durch den Wagen, Zielgröße plus 2. Du schießt von oben, dann kriegt er keine Deckung. Okay, gut, dann sind wir bei plus 2 bis dahin. Entfernung, Mittel, das ist nochmal plus 4. Und dann sind wir bei plus 6. Das ist dunkel. Das ist die Bewegung des Ziels. Er ist schnell. Na, Moment, er bremst ab. Ich gebe nur eine leichte Bewegung. Plus minus 0. Also, was aber für eine Geschwindigkeit hat er die jetzt benutzt? Fragen wir einfach mal so. Was für eine Geschwindigkeit hat er die jetzt benutzt? Er muss jetzt abbremsen. Also normalerweise wäre er auf 40 Meter pro Sekunde. Kann das sein?
nicht pro Sekunde, sondern eben die, pro diese Kampfeinheiten. Das heißt, er bremst jetzt ab. Also ich sag jetzt einfach, er wird eine Geschwindigkeit von plus minus null haben. Also eine leichte Bewegung. Hat wie gesagt abgebremst. Fährt sowieso auf dich zu. Okay. Muss auf dich zufahren. Das ist dann aber die plus minus null. Gut, leichte Bewegung ist dann plus null. Dann sind wir bleiben wir bei plus sechs bis dahin. Sichtverhältnisse, Dunkelheit. Ich gebe dir eine plus acht für Finsternis. Einfach weil es dunkel ist. Also haben die anderen Nahkämpfer jetzt gerade die ganze Zeit auch plus 4 Erschwernisse von dir bekommen, weil es ja so dunkel ist? Die haben alle Öl irgendwie neben sie. Ja, okay, dann gebe ich dir eine plus 4, weil sie sind ja hier in der kompletten Finsternis. Das ist plus 2 okay. Für mich nur, weil wegen meinem Vorteil sind wir bei plus 6. Das ist ein bisschen nachkommen. Also so schaffen, ja. Da kannst du ruhig noch Entfernungssinn, Zeitpunkt der Erleichterung sind wir bei plus 4. Dann haben wir noch Steilschuss, ist egal, darf ich ignorieren. Seitenwinde dürfte ich auch ignorieren. Fernkampf mit Ansage ist es. Ansage sage ich gleich. Mhm. Es ist kein Schnellschuss, es ist der erste Schuss in der Runde. Gezielt habe ich für 2 Punkte Erleichterung, habe ich im Nachhinein festgestellt. Also ich habe letzte Runde 2 Aktionen gezielt, diese Runde ziehe ich nicht. Würf mal eine Sich-Verstecken-Probe, dann kriegst du sogar noch eine plus 8 von mir. Eine minus 8, weil du aus dem Hinterhalt angreifst. Ja, mal schauen, ob du Sich-Verstecken-Probe, weil damit rechnet er erstmal nicht. Ist das dann aber nicht eigentlich nur seine Parade abträglich? Naja, was heißt Parade? Seine Mausweichen, wie auch immer? Naja, also aus dem Hinterhalt, dann. Aus dem Hinterhalt ist halt, du hast keine Parade. Kann er sich überhaupt verstecken, wenn er eine Fackel trägt? Guter Einwand. Johnny, also der immer wird die Fackel kurzzeitig aus der Hand neben sich gelegt haben, aufs Dach, sodass man sie von unten nicht sehen kann, aber er hat trotzdem eine Fackel bei sich hat. Also mal ganz im Ernst, er ist auf einem hohen Haus, irgendwo auf einem Vorsprung oder so, und er wird einfach nicht auf ihn achten. Er ist einfach komplett versteckt, kriegt nochmal eine minus 8 von mir. Gut, dann bin ich momentan bei 2 Punkten Erleichterung auf meine Probe. Und nochmal 2 Punkte Erleichterung durch den Bogen, bin ich bei 10 Punkten Erleichterung. Dann sage ich einfach mal einen Bogenschuss plus 20 an. Wie hoch ist dein Talentwert? Richtig. Genau, plus 18 sage ich dann an. Du hast recht, weil ich darf mein Talent nicht überschreiten. Richtig. Nein, darf ich wohl. Ich darf bis zum FK-Wert ansagen. Ich habe einen FK-Wert von 28, also sage ich plus 20 an. Boah, wirklich bis zum FK-Wert? Na gut. Meisterschützen dürfen bis zum FK-Wert, Scharfschützen nur bis zum TAW der benutzten Waffe. Alles klar, ich wusste nicht, dass du Meisterschütze bist. Dann hau rein. Das ist halt lächerlich. Ey. Brauchst du mir jetzt plus 20 in den Kopf, ne? Oder was? Wie 20? Nee, plus 20 auf ein Random-Ziel. Also ich werde ja, wahrscheinlich ja, nicht den Kopf der Wunschwelle sagen. Los, hau rein. Das wäre ein Treffer. Ich habe nur plus 10 angetragen, weil ich ja 10 Punkte Erleichterung bekomme. Und dann wollen wir mal gucken, wohin. Trifft ihn in den Torso. Und ja. Schaden! Nimm mal 30 Rüstungsschutz, darfst du abziehen. Mhm. Bitte sag mir, dass es ein Kriegsfall war. Beschreib die Szene. Ja, also Ömer steht da oben drauf wie eine bösartige Assassine, zielt auf den Fahrer von Udalbert, hofft innerlich, dass das nicht Udalbert selber ist, lässt den Pfeil los und der Pfeil dringt höchstwahrscheinlich in seine Plattenrüstung, die er trägt, oder mindestens seine Rüstung hat, ziemlich tief in seine Brust hinein. Blut schwillt aus der Wunde leicht heraus, sickert aber sozusagen an seinen Beinen sehr stark und aus dem Mund blutet er ohne Ende. Und wahrscheinlich fällt er einfach hinten rüber und wird hier dann den Zantim, wahrscheinlich wenn die Zantim ihm während der Fahrt einfach auffressen und zerreißen. Erst einmal bekommt er für seinen Sturz noch einmal 2W6 plus 4 von dir. Rüstung ist egal. 2W6 plus 4 kriegt er zusätzlich. SPA. Meine ich ja. Dann bekommt er nochmal 11 SPA, also nochmal 6 zusätzliche LE. Ja, alles klar. Und dann sagen die, das ist ganz interessant, jetzt wird das Wagenmanöver angesetzt und zwar so, nicht fahren wir deine Kurve, Junge. Überfahren. Das ist eine Fahrzeuge, denken plus 6, wobei die ihn nicht überfahren, sondern einfach überlaufen und vorbeilaufen, dann nochmal den Kopf abbeißen. Einfach damit wir es mal gewürfelt haben. Und das klappt selbstverständlich. Damit ist der Fahrer raus. Udalbert übernimmt die Zügel, wird erstmal eine Runde stehen bleiben an der Stelle, damit er das dann irgendwie schafft. Die Dunkelsteins ziehen vorbei und sind damit weg. Die anderen, wie gesagt, hier einmal Stopp. Bam, 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 bam. Beziehungsweise den lasse ich hier stehen. Der grüne Ritter kann dann auch vorbeisetzen.
So, ich hatte jetzt auch schon gesetzt. Dann jetzt stehen uns ja Tür und Tor offen. Genau, nächste Kampfrunde. Ulawert hatte, wie gesagt, übernommen und wird dann... Die bewegen sich noch. Die bewegen sich noch in der alten Kampfrunde. Die hast du noch nicht bewegt. Die haben zwar ihre Manöver gemacht. Ja, genau.